Ich hab einen Braten in der Röhre geschoben. Da schmeißen wir hier erstmal hin. Die brauchen ja ein bisschen, die Jungs, bis sie verdampft sind. Der Ofen ist schon ganz gierig, der faucht schon richtig, wenn ich mit so einer Leiche komme. Oh, hier ist ja noch so viel Müll. Ach, ich hole mir jetzt eine Kiste. Die muss doch für die Müll entsorgt werden. Ne? Können die Dinge da nicht mehr drin bleiben? Wir können doch so, dass man die von oben zumachen kann, die Kisten oder so. Nicht. Du hörst dann von Weitem schon Krach, Bumm, Krach. Da kommt nichts. Yes. Dinger wackeln da immer drum rum. Die sind irgendwelche Brustklammern zum Aufstemmen des Brustkorbes, wenn man ein Herz rausholen will. Henry? Jo. Hast du noch diesen Surgeon-Simulator? Das hast du doch noch, ne? Ja, soll ich doch einen Schwamm operieren? Ja, mach das mal. Das ist bestimmt lustig. Der sieht so schön leidend aus auf den Bildern. Ja, die man so zu sehen bekam. Arsch, das ist alles rausgefallen, was ich reingesammelt habe. Der Nick-Effekt. Vielleicht so. So, der Hauptgang ist jetzt sauber, meiner Meinung nach. Erstmal grob. Ja, ich brauche oben auch nur noch Sachen zum Einsammeln. Ich habe eigentlich alles weggeputzt. Ho! Ein paar Spuren noch einsammeln. Jetzt. Ich weiß nicht, ob an der Decke oder an der Wand noch irgendwo. So, Lieferung 3. So, einen stelle ich mal hin. Den auch so viele so. Schilder hier. Komm, Schild! Ja. Meinetwegen können die auf dem Flur verunglücken. Wir müssen uns eh wegräumen. Oh, ich geh mal lieber weg. Du kannst nicht mehr? Ich habe ja von Emma Rudys was gefunden. Ich leg das mal hier. Na gut. Auch im Moment. Geht nicht. So, der Aufgang ist sauber. Lol. Oh, scheiße. What the fuck? Hat ja niemand total geschafft. Hauptsache, ich mache erstmal so einen Blutfleck weg auf seiner Trage und auf einmal spawnt da so ein kompletter Leichensack. Alter, auf der Trage. Ja, also so aufrecht, aber. Und der lag ja vorhin. Kannst mal sehen. Selbst im Tod. Jetzt kommt wieder ein Rollbraten. Ich will den nicht. Das will ich. Oh, das ist doch zum Kotzen, die Maschine hier heute. Der Eimer war ausgewählt. Oh nö. Der Eimer ist auch, der scheiß Ofen ist noch voll. Ach komm. Ich glaube, muss mal wieder sauber gemacht werden hier vor dem Ofen. Ja, ich weiß. Es war ein Eimer. So allmählich. Ich bin ja schon dabei. Ich musste bloß mir einen ersten neuen Eimer besorgen, weil die waren hier alle schon voll. Und die gehen nicht sauber, okay? Sieht doch schon ganz gut aus. Ich hol mal die olle Kiste hier. Oh, nicht den Inhalt, die Kiste! Oh! Jetzt greift er sich das einzeln raus. Die Kiste wird angezeigt und er greift sich aber einzeln ein Torso raus. Das ist Arbeitsverweigerung! Rein hier.
ist das? Ich muss ja auch meine Leichen mal wegkriegen hier. Sonst müssen die in den Keller. Ah, geht. So, jetzt ist hier nur noch... Ah, das Schild. Ja, gut. Dann ist das jetzt weg. Den interessiert das, ob hier einer stürzt und sich das Genick bricht. Wie wir unsere Arbeit schaffen, interessiert hier auch niemanden. Wir brauchen noch ein Medipack hier. Das Schild kann auch noch rein. Mache ich den Ofen mal zu. Ich habe das Gefühl, dass das dann schneller geht. Hier gibt es doch sowas, ne? Moment. Das war kein Medipack. Hör? Ah. Das soll jetzt hier so. So, das haben wir denn auch. Frag ich mal die. Ah, jetzt komme ich hier nicht durch. Stellt doch nicht immer alles in Eingang. Langsam. Blaze of Glory habe ich eben gekriegt. Habe ich gerade schon. Achso, ja, aber hier in dem Raum brauchen wir es nicht mehr. Achso, das bist du ja, Henry. Du brauchst das bestimmt oben, ne? Ja. Brauchen wir eigentlich. Vielleicht einen Pizzaschneider? Was? Pizzaschneider? Boah, ist eine komplette Leiche. Sollten, ne? Das Schulzi, wo ist Nick? Kann die Arm reichen entfernen. Der ist aber hübsch. Hatte ich aber glaube ich auch schon. Nee, nicht. Hey, guck mal, hey, was ist denn bitte schon? Warte, ich muss erst den Typen hier. Oh, hör auf, ich krieg. Ist der Ofen frei? Ich weiß nicht. Ja, passt. Ich lass so den einmal mal hier so stehen, wenn mal wieder was dreckig ist, okay. Hier. Ah, hier ist noch was. Warum sollte ich zu dir kommen? Er wollte dir den Pizzaschneider zeigen. Ach, hast du den wieder zugemacht? Das war keine gute Idee. Hey, warte, ich komm. Oder? Nee, schon gut. Ich hab was gefunden, wo ich es ablegen konnte. So. Heute haben wir aber echt Putzfimmel. Mensch, so konzentriert haben wir ja noch nie gearbeitet. Rein mit dir, du dickes Ding! Was? Aber allgemein in Viscera noch nie gearbeitet. Richtig. Da ist was dran. Ich wünschte, die würden diese Scheiß einmal mal patchen. Dass das Problem ist, dass ich bei dem Spieler oder bei der Dings jetzt halt auch echt helfen muss. Alter, wenn ihr nochmal dreckig machen würdet, wäre das. Ich krieg dich da rein! Jede Ecke. Ach, der liegt nicht. Was soll die ganzen Alien-Teile sind einfach mal doppelt so groß wie eine Box? Ja. Die müssen alle einzeln entsorgen. Die Aliens sind lästig. Ist das sowas eigentlich jetzt rassistisch, wenn ich das sag? Dass Aliens lästig sind. Irgendeiner fühlt sich bestimmt angegriffen mit dem in 2016. Stimmt. Oh! Ich habe mit dem Besen die Leiche zerteilt. Besen? Oh, ja. Ich weiß, es war nicht so schlau, aber der Ofen war leider zu.
Aber ich glaube, das kriege ich hin. Nee, kriege ich nicht in meinen Eimer. Mein Eimer! Komm, Eimer! Ja. Wie sieht's aus? Gut. Ach, hier steht ja auch noch einer. Siehst du, warum bin ich denn da hinten hin? Den habe ich mir da extra hingestellt. Ein Unterleib mit zwei Schenkelchen. Hm. Lecker. Einer. Drinne. Du, das sieht aus wie bei Otto. So wie du da vorbeigelaufen bist eben. So, geschafft. Oh, beinahe. Also, warum zu schaffen machen? Hier unten war aber auch noch eine Tür versperrt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Aber die kann man nicht. Da gibt es keinen Code. Die sind einfach. Also, wenn man Zahlen eingibt. Herr Kedos, hast du deine, deine Handkiste noch? Handkiste? Ja, hier ist ein Handscanner. Können wir ja mal deine Patsch. Kannst ja mal eine Patschhand ausprobieren. Vielleicht passt eine. Ich habe eigentlich. Also, Nick ist ja präventiv eigentlich immer alles am Verbrennen, was mit deinem Handy ist. Ach so. Aber ich habe noch eine. Das ist schön. Ich habe immer eine noch. Ja, hier ist eine habe ich noch. Ich habe ja auch noch eine liegen. Also. Das hört sich an. Ich habe ja auch noch eine Hand liegen. Guck dir mal den Raum an, wo ich gerade bin hier. Wo du jetzt bist, Nick. Ja. Bin gerade schwer beschäftigt. Warte. Oder? Ich komm. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Ja. In den Raum. Ja, das sieht doch noch gut aus. Das war das Lazarett. Okay, was erwartest du? Hand. Da liegen noch einige Hände, glaube ich. Hier, verbrenne! Oh, ich bin stolz, wir haben hier alle Leichensäcke verbrannt. Ich stell die Hebebühne mal hier hin. Oh, goddammit, dieser ist der Wassereimer. Ich glaube nicht. Oh. Ich klau mir nicht mein Wassereimer. Den willst du auch, glaube ich, gar nicht. Der geht nur noch einmal, dann ist vorbei. Oh, hier war eine OP. Ja, die ist aber leider daneben gegangen. Oh, ist das martialisch hier. Ach, da ist auch ein Behälter. Das ist ja toll. Das ist sogar, hat sogar reingepasst. Gut. Habe ich die Kiste gegriffen. Jetzt die Alien-Teile einzeln raus. Oh, das wird nichts. Doch, das geht. Hab ich noch was Kleines, was ich mitnehmen kann? Ein Kopf. Der passt bestimmt hier noch, ne? Ja, sieht gut aus. Das ist hier ein bisschen brennender Kopf. Wo? Der ist schon wieder. Der glitscht hier wieder rum. Kann ich aufheben. Ja, ich habe eben was mit dem Kopf in den Ofen getan. Aber warum der da hinten rumglitscht, weiß ich nicht. Ah, toll. Na gut, dann bringen wir den gleich weg. Achtung. Zurück, Alien. Irgendwas. Den lassen wir hier stehen, der ist ja hier für den Ofen. Oh. Oh, komm gleich ein Eimer.
es oben aus, Henry? Alles sauber. Da bist du noch dabei. Komm, du Mauke. Ich wollte mir ein Dings holen, habe ich ganz vergessen. Die Aliens sind ganz schön riesig, ne? Ziemlich. Na, ich habe eben gesehen, was du da reingesteckt hast. Das war groß. Oh, hörst du auf? Oh, hat gepasst. Warum kippt denn der scheiß Eimer um, wenn ich den anditsche? Warum kippt die Kiste um? Ich war gar nicht in der Nähe. So. Oh, soweit. Das ist doch kein Checkout. Das muss ich, glaube ich, bringen. Das ist ein Oberkörper. Haben die da die Alien zersägt auf dem Labortisch oder was haben die hier gemacht? Was machen die mit ihren Fühlern? Leute erstechen? Heute ist ein voller Eimer, ne? Rein mit dir! Nein! So! Da kamen wir auch. Oh, mühselig. Aber es wird langsam. Ich habe hier eine schöne Knochensäge. Vergiss. Passt zu einem Wetter jetzt rein. Ah, jetzt geht's so. Glaubst du das? Der Eimer, ey. Oh, hier liegt denn noch so viel Zeug. Wo hast du die Hand? Was? Die Menschenhand, oder? Irgendwie hat Herr Kedos eine Phobie. Kann mir nicht helfen. Aber glaubst du, das geht mit der Hand scannen? Ach so. Oder was willst du machen? Ja, wo ist denn das? Ja, hier bei mir. Guck mal auf den Hauptgang. Wo bist du? Im Hauptgang. Ja. Achso, du hast so. Selbst nach. Rein zum Durchgang. Wo? Hier durch? Nee. Achso, ach so, nee. Warte, hier. Oben bist du in Hand. Oben. Sehr blutig gemacht. Mach mal zu, bevor das rausfällt. So. Oder braucht man die Alien-Hand? Ey, das glaube ich nicht. Haben wir irgendwann, ich glaube, die Alien-Hand ist schon alles sauber dahinter. Denn das sieht eher nach Menschenhand aus. Der Finger ab. Deine Hand wieder mit. Ist ja die hier liegen. Ich fühle die nicht mehr. Kannst du ja trotzdem wegschmeißen. Nee. Die ist auf unserem Territorium, wir werden nur so weit.